Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Wir sind immer noch in der Demo und ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet und ich hoffe, dass diese Todesmal-Meldung, ich weiß nicht, ob das verbuggt war, aber sie ist auf jeden Fall gerade weg. Ja, das ist die Hauptsache. Und wir wollten oder müssen Kanonenkugeln kaufen. Wir fahren mal ins Holzlager. Ist das hier? Weiß nicht so richtig, wo ich die jetzt herkriegen soll. Schiffswrack. Na gut, Schiffswrack ist vielleicht keine schlechte Idee. Es ist Nacht, ich weiß auch nicht, ob es gut ist. So, ich habe auch gerade mal in den Einstellungen den Sound noch ein bisschen umgestellt, dass wir das Geschrei von den anderen Kapitänen nicht mehr so laut haben. Und ich habe die Musiklautstärke ein bisschen runtergedreht. Weil, als die in der letzten Folge angefangen haben zu singen, fand ich es doch sehr laut im Vergleich zu mir. Und gib mal ein bisschen Gas. Kann ich hier anlegen? Kann ich hier handeln? Hab alles. Oder? Sprich mit dem Schmied. Heißt, ich hab alles. Das ging schneller als gedacht. Könnte jetzt... Oh, hier ist ein Hai. Hier ist Eisen. Wartet. Das will ich noch mitnehmen. Wendekreis. Stahl ich vor langer Zeit als Händler des Seevolks. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Eventuell habe ich Leertaste gedrückt, wie bei Dead by Daylight. Für den Skillcheck. Ah, der Dead by Daylight habe ich auch schon Monate nicht mehr gespielt, ne?
okay. Ich weiß trotzdem nicht, warum unten dort bei den Essensrationen Müll steht. Ich habe doch Essen gekocht. Da ist gebratener Fisch nix für meine Kompanie. Und für meine Mannschaft. Machen die was anderes? Okay, immer wenn wir vom Schiff kommen, ist es ein bisschen ruckelig. Aber es fängt sich. Wie läuft euer Tag, Piratin? Diese feurigen Kanonen gehen durch die zarten Kompanierümpfe wie durch Butter. Yay, es gab wieder Geld. Um ihre aggressiven Expansionspläne voranzutreiben, ist die Kompanie auf der Suche nach Ressourcen bis nach St. Anne vorgedrungen. Versenke Kompanie Sammlerschiffe, die sich dem Gebiet um St. Anne nähern. So, ihr habt die Decks geschluckt, die Kanonen poliert und die Weichteile gewappnet? Gut, dann könnt ihr euch endlich mit Kompanieschiffen anlegen. Die arroganten Hunde bedienen sich ganz gern mal an meinem Eisen. Sprengt sie in Stücke! Okay. Können wir jetzt in den Klamottenladen? Ich will Klamotten haben. Ein neuer Stil gefällig, Cherie. Ich habe gleich gesehen, dass ihr keine gewöhnliche Piratin seid. Kommt, Florentine d'Alesso kleidet euch eurem wachsenden Ruhm angemessen ein. Besuche die Schneiderei eines Verstecks, um zum Bereich der Kapitänsanpassung zu gelangen. Du kannst dir am Aktionsrad eine Vorschau der Gesten deines Captains ansehen, indem du an Land Steuerung drückst. Hier sind 500 Gold als Geschenk, um dir bei deinen ersten Schritten zu helfen. Mit Gold kannst du kosmetische Gegenstände im Shop freischalten. Ah, nee, okay. Aussehen ändern ist das. Oh, warte mal. Was war mit den Tattoos? Das haben wir, wo wir nur das Gesicht gesehen haben. Das kann ich hier wohl nicht einstellen. Zwei von sieben. Achso, das ist das, was wir anhaben. Oh, ich bin ein bisschen, Oh ja. Ja, das kostet 800. Ich brauche einen Sonnenschirm. Nee. Oh, den kosten 300. Ah. Aber es gibt vieles an Klamotten. Also. Was man sich rein theoretisch kaufen könnte. Ich will ja das Geld jetzt nicht ausgeben. Hier sind die Tattoos. Kaum war ich zur Frau geworden, verließ ich mein Zuhause. Warte, warum habe ich so eine komische Hose an? Welt sehen.
Achso, bloß zum Zeigen der Tattoos. Das überzeugt mich jetzt nicht so. Warum blinkt das aber immer noch? Ich habe ja nur einen Gürtel angelegt. Denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. Klar kaufe ich direkt die Premium-Edition. Ich glaube, die Premium-Edition kostet 90 Euro. Kann das sein? 90 Euro? Und das ist schon ein bisschen Geld, ne? So, die, bei der konnte ich das Zeug dann weiterverkaufen. Was ist hier eigentlich noch? Haben wir uns St. Anne noch nicht richtig angeguckt. Was glaubst du? Wie schnell kann ich das ist ja eine Katze. Aber ich kann hier nichts trinken. Ohne Arbeit gibt's auch nichts zu trinken. Schade. Hier hinten kann man einfach nichts machen. Kann man sich nur angucken. Gut, dann gehen wir jetzt. Was sollen wir versenken? Sammlerschiffe. Versenken. Es ist gerade zwischendurch immer mal so ein bisschen ruckelig. Thomas, der Schmied, bedient nicht jeden. Warum sein Talent an die Unwürdigen vergeuden, hm? Auf das Schiffsmenü kannst du von überall im Unterschlupf aus zugreifen. Nutze das Menü Schiff verwalten, um die Waffenausstattung und Verschönerung deines Schiffes anzupassen. Denk immer daran, Kanonen auszurüsten, bevor du zu gefährlichen Aktivitäten aufbrichst. Das haben wir tatsächlich schon gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht viel, ne? 129? Alles kein Problem. Das Fernrohr, Captain. Identifizier die französischen Hunde. Sind in der Nähe von oder direkt bei Ressourcen zu finden. Ja, wir gehen mal... da hinten gucken. Batterieschiff. Rammschiff. Nee, das... mir alles nicht, lass mich durch. Handelsschiff. Oh, Gegenwind. Viel Grimmskrams, Captain. Trenn dich davon. Sammlerschiff.
Das machen wir kaputt. War vielleicht nicht ganz wie geplant. Sammlerschiff. Gut, wenn ich treffe. Er hat mich getroffen. Weg hier. Hat das gezählt? Warum zählt es nicht? Ich hab die doch versenkt. Gejagt. Das ist doch ein Sammlerschiff. Warum zählt das nicht? Fahren einfach wieder drüber. Kapitän, so viel können wir nicht Also, ich weiß jetzt nicht, warum das nicht zählt. Ehrlich gesagt. Es waren doch Sammlerschiffe. Waren die nicht groß genug? Ich muss das dort machen. Ja, gut.
dann wird das nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, das war bloß Übung. Wir segeln jetzt mal eine Weile in die Richtung. Metalle. Doch in Wahrheit sehnt sich der Schmied nach Wiedergutmachung. Mittlerweile haben wir ja ein etwas größeres Schiff, da kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Ausdauer regenerieren lassen. Was ist das hier oben? Feenlist einblenden, ausblenden. Kochtes Essen. Warum? Ist da nichts? Bin ich im Suchgebiet? Das ist ein Sammlerschiff. Aber soll ich das nehmen? Es hat halt Begleitung. Wieder erst nachladen. Nachladen. Oh. Verkackt. Nummer 1.
wäre besser, die roten Stellen zu treffen. Aber das kriege ich nicht hin. Stand da näher ran. Kann ich das dann entern? Oh. Wir müssen nur zugreifen. Warum? Ich hab doch R gedrückt. Ich würde es gerne entern. Aber ich muss es ja zerstören, oder? Oh, ich hab... Hab ich eine Fahndungsstufe auf mir? Upsi. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich fahr zurück. Wenn ich wieder Ausdauer hab. Habt ihr was gesehen? Habe ich irgendwas gemacht? Nö. Eigentlich? Eigentlich habe ich nichts gemacht. Fahndungsstufe ist auch weg. Also da oben rechts war gerade so eine Anzeige. Das sah aus wie so bei GTA 5, wenn du gesucht wirst, gejagt wirst. Was kann über Bord, Captain? So. Ruckel, ruckel, ruckel. Selbst die Haie sind von euch angegriffen. Wenn ihr Metallwaren braucht, mein Amboss ist bereit. Diese Frösche leisten kaum Widerstand. Hm? Das habt ihr gut gemacht. Eure Taten klingen bei jeder Erzählung heldenhafter. Ihr habt den anderen Piraten in Saint-Anne imponiert. Sie würden gerne mit euch handeln. Und ich habe auch noch mehr Aufträge. Vorausgesetzt, ihr traut euch. Oh, bin ich jetzt ein Level aufgestiegen? Und die Leiste rechts ist voll. Ich bin ein Halunke. Nicht willkommen an Bord. Neue Waffen herzustellen kostet Zeit und Ressourcen, aber deine Gegner haben Waffen, die nur darauf warten, erbeutet zu werden. Besiege Kompanieplänkler und erbeute ihre Fracht für den Schmied. Der nächste Auftrag wird hart. Doch zieht ihr ihn durch, dann wird sogar Scarlet davon hören. Also, auf Kriegsschiffen der Kompanie finden sich seltene Teile, für die ich gut bezahlen würde. Wenn sie sinken, sind sie für immer verloren. Ihr müsst die Schiffe entern. Jetzt habe ich entern. Ich habe Post. Oh, und die Zeit ist schon wieder rum. Mensch, das vergeht aber schnell. Danke fürs Zuschauen. Wie immer an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe ja noch ein bisschen Demo-Zeit. Und ja, bis morgen an dieser Stelle bei Skull and Bones. Habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.